Hallo YouTube, wir haben euch echt mega lieb. So nett, dass ihr auch die Krankheit berücksichtigt. So ein lieber Arbeitgeber. Oh. Ist das ein Monopoly-Placement? Sollen wir ein Intro machen? Nein! Du hältst dich geschlossen, Tim. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, sämtliche Hate, satirischen, lustigen, von mir nicht ernst gemeinten Kommentare gegenüber Tim sind von mir 100% ernst gemeint. Ich hasse den wirklich. Leute, ich habe jetzt so oft schon in den Kommentaren gelesen, Revi, hast du Tim wirklich? Leute, wir sind Freunde. Wir sind Freunde und ich kann euch jetzt einfach sogar versuchen. Nee, ich rufe ihn jetzt nicht, sonst liege ich wieder seine Nummer. Ich mag Tim. Ruhe jetzt. Wir gucken jetzt das Video. Okay, herzlich willkommen beim neuen Video hier. Was soll dieses Bild im Hintergrund? Mach das sofort weg. Das stört mich ungemein. Von unserem Kanal, Leute. Wir haben uns heute mal was ganz Besonderes einfallen lassen. Danke, Bibi. Genau, und zwar werden wir heute mal ausprobieren, wie es ist, mit Gisela Gesellschaftsspiele zu spielen. Warum darf Jan nicht mitspielen? Was soll das? Dafür habe ich einfach mal ein paar verschiedene Spiele rausgesucht. Mensch, ärgere dich nicht. Das geht doch so. Nein, das steckt man nicht in den Mund. Das bleibt auf dem Brett. Das auch nicht da rein. Das kommt nämlich woanders hin. Schach und Matt. Wo willst du es denn unterschicken? Das ist geschehen. Geht das jetzt mit jeder Figur so? In deinem Nasenloch. Heb das auf! Ja, ich hole jetzt gleich auf. Perfekt. Jetzt hast du die Dominosteine umgeworfen. Okay, auf jeden Fall haben wir... Das wundert mich sowieso, dass das alles noch da steht. Das wird ja niemals lange da stehen bleiben. Der wird ja gleich alles umtreten einfach, oder? Auf jeden Fall haben wir Schach. Schiebt der das Pferd rein. Warum? Was ist denn heute los? Wir können ja gar keine... Das Ding ist, er ist einfach zu stark. Er ist wirklich unglaublich stark. Nicht in die Nase! Warte nicht ins... Ah! Ich schieb dir auch die Dame rein. Alter. Was ist denn hier los? Schach spielen! Nein, so spielt man nicht! Extreme Edition! Okay, wir beruhigen uns erstmal wieder. Das sind hier diese Querläufer, die die Dinger heißen, ne? Springer. Heb das auf! Kennst du Kauderwelsch? Nein. Das ist dieses Spiel, da macht man sich die beiden Spangen in den Mund und versucht Sachen zu erklären. Bro, dieses Spiel ist anders weird. Vor allen Dingen, weil diese Dinger, also ich bin ganz ehrlich, diese komischen Spangen für den Mund, werden ja einfach von allen Leuten mit extrem seltsamen Vorlieben wahrscheinlich zweckentfremdet und nicht dafür genutzt. Ich will gar nicht wissen, was damit passiert. Hat der Vibe das nicht mehr mit seinem Vater, ist ja auch egal. Ach das. Genau, gerade in der jetzigen Zeit sind ja wahrscheinlich sehr viele bei euch zu Hause und euch ist wahrscheinlich langweilig. Nein. Deswegen dachten wir versuchen es einfach nochmal mit ein paar Klassikern. Klassiker. Kauderwelsch. Wer kennt's nicht? Frag mal deine Oma, ob die das Spiel Kauderwelsch kennt. Ein echter Klassiker. Und ich glaube, wir haben tatsächlich noch nie, seitdem du das Tourette-Syndrom hast, solche Spiele zusammen gespielt. Vorher auch nicht. Ja, Grüße geht raus an dich, Tim. Ein toller Freund bist du. Okay, auf jeden Fall werden wir das einfach mal ausprobieren. Mit was sollen wir anfangen? Mir ist das egal. Wir wünschen euch sehr viel Spaß bei diesem Video, Leute. Okay, warte, dann tue ich das erstmal zur Seite räumen. Nein! Ehre. Das war kein Tick, das war Absicht. Ja. Gern geschehen. Hast du eine Farbe, eine Wunschfarbe, die Blau. Du nehmen willst? Blau? Okay, dann drehen wir das. Der als erstes eine 6 würfelt, der kommt als erstes raus. Warte. Oh. Ach, das ging aber schnell. Und nach einer 6 darf man, glaube ich, nochmal würfeln. Ich habe gerade auch eine 6 einfach gewürfelt. Gewonnen! Nein! Nein! Glaub nicht, dass das Spiel so funktioniert, aber gönn dir. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hey, warum tust du die wieder rein? Die sind draußen. Ja, dann tust du sie zurück. Ich weiß nicht mehr, wo die standen. Da musst du dich besser konzentrieren. Was? Da ist jetzt die Frage, ist Gisela so, dass sie das kaputt macht, das Spiel, und dann auch gleichzeitig halt für Tim den Spaß versaut und für Jan? Oder ist Gisela so und sagt, ich will das jetzt zu Ende spielen? Tim spielt auf jeden Fall die roten Figuren, das ist klar. Okay, mal gucken, ob Jan es schafft, mich rauszuschmeißen. Vielleicht kann ich noch schnell wegrennen. 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt entweder mit einer 6 oder mit einer 5 kannst du mich... Ah, jetzt kann ich dich rausschmeißen. Das ging aber gut. Ja. Jetzt muss ich am Anfang wieder von vorne anfangen. Ich glaube, das sind zwei Sachen, die du aufheben musst. Okay, das ist auf jeden Fall, Mensch, ärgere dich nicht. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Sau spannend. Ja, yeah, das macht voll Spaß. Ja, finde ich auch. Da freue ich mich drauf, so pantomimmäßig. Normalerweise spielt man das immer in Zweierteams. Absolute Scheißidee, wirklich. Absolute Scheißidee. Nein, die Tröte. Henry! Oh, er ist gegen die Tür gelaufen. Alter Junge, ist Gisela böse, der arme Hund. Die Tür gelaufen. Entschuldigung, Henry.
Wuff! Komm mal gucken, was der hier macht. Ja! Nein, lass den armen Hund. Aua, mein Bauch. Ja, Pussy out, Bro. Aha! Oh, Baby. Ja. Oh, Junge, ist das asozial. Ist das asozial. Gisela, Junge, du bist so ein Arsch. Alles ist alles gut. Du musst, er will das jetzt auch haben. Du kriegst es nicht. Weißt du, wem das gehört? Das gehört der Gisela. Junge. Putti bei Gisela. Ich habe so eine Freude daran, Schwächere zu misshandeln. Junge, Alter, ich glaube, der Hund könnte dich einfach beißen. Ich weiß nicht, ob der schwächer ist als du. So ein Golden Retriever ist wirklich nicht schwach. Was ist das eigentlich für ein geiles Bild? Kann das einfach bitte jemand zeichnen und mich auf Instagram markieren darauf? Das wäre echt Ehre. Oh, Junge. Ja, 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 ja. Ha. Hm. Oh. Oh. Ja. Alter. Da hat's aber jetzt an der Stelle aufgehört mit den Gesellschaftsspielen. Da geht gerade was ganz anderes ab. Ja. 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 Was? Das ist ein Labrador, ist doch ein Golden Retriever, oder? Mit kurzer Retriever? Bist du da? Ich bin einer von ihnen. Alter. Hm. Junge, was ist denn hier los? Yo, Gisela. Ja. Der hat doch noch ein Spielzeug, oder? Alter. Ja. Musst du sagen, wo ist dein Quietschi? Wo ist dein Quietschi? Okay, jetzt. Das ist mein Teddy. Oh nein, nein. Na. Oh Junge, nein. Boah, Bro, da musst du echt aufpassen. Stell dir mal vor, der beißt jetzt den Hund oder so. Ja. Gib das her. Jan. Hör auf, dich mit dem Hund und dem Teddy zu schlagen. Na. Kannst du ihm bitte sein Teddy lassen? Ach, jetzt hör auf, ihn zu mobben. Meine Serengeti lässt sich nicht so leicht verarschen. Du hast keine Katze, hör auf. Ja, wie gut, dass weißt du warum? Weil sie nicht existent das ist. Nein! Doch. Sie existiert, sie ist realer als der. Das stimmt. Sie lebt. Miau! 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 Ich glaube, dass Serengeti in Giselas Kopf lebt. Es ist langsam nicht mehr handelbar. So krass auf Spielsachen ab, die Quietschgeräusche machen. Das ist halt ein Hund, ne? Hä? Ja? Und das hier ist halt die Gisela. Ja! Digga. Ja, Rivi, der würde dein kleiner Kani auseinandernehmen. Ey! Nicht mit meinem Hund, Junge. Bro. Gisela, du hast an der Stelle hier. Komm mal her, Kani. Komm mal her. So. Komm her. So. Pass mal auf. Mach mal Sitz. Sitz. So. Was würde wen auseinanderfetzen? Hier. 1, 2, 3. Holztier. Ja. Raubtier. Klaff. Habt ihr es gesehen oder was? Ne? Hier. Lass dich doch nicht fertig machen, Junge. Du bist doch stark. Stehst doch immer auf zwei Beinen, Alter. Guck mal hier. Oh. Stehst doch immer auf zwei Beinen, Alter. Junge. Lass mir jetzt nicht gefallen. So, du darfst dich wieder hinlegen. Ich muss dir ganz kurz zeigen, wie gefährlich du bist. Auch mit Mandelentzündung. So ein Ding ist das nämlich. Kraft rar. Bis du noch Matsch übrig ist. Ich auch. Alter, halt's Maul jetzt, Gisela. Nach dieser kurzen Anwandlung sind wir auch schon wieder da. Meine Finger. Alter. Okay, weißt du, wie das an sich... Perfekt, genauso geht's ja. Das war nicht ordentlich genug drinnen, nochmal. Okay, ich mach's nochmal rein. Weißt du, wie es funktioniert? Du musst das Wort erklären, ohne eins der Wörter unten zu benutzen und Inhalte von dem Wort. Ich kenn das. Los. Eine Spezies, die nicht... von der Erde Alien? Kommt. Jetzt wird's mal ganz interessant. Da ist Tim wieder richtig stark drin. Ja, genau. Aliens verwenden das zur Fortbewegung. UFO? Ja. Sehr das gut. Nimmt man mit, um Sachen zu transportieren, wenn man zum Beispiel Rucksack, schwimmen geht. Tasche.
Ja, das hat man aber nur an diesem gewissen Ort mit. Sehr, sehr gut erklärt. Sand und da ist Wasser und da ist man halt so in ja, also das wäre schon gewesen. Schwimmtasche. Was ist denn vor dem Meer, vor, Scheiße. Der Junge ist einfach nur eine einzige Enttäuschung. Ich hab mehr gesagt. Das war ein Strandkorb. Weiß fängt an. Als ob du die Schachregeln kennst. Mal an, glaube ich, ne? Da mach ich einfach mal den Bauern. Bist du etwa ein Rassist? Nein, aber. Ja. Das funktioniert in dem Spiel. Das funktioniert aber in dem Spiel so. Du bist kein Rassist. Warum? Hä? Darf der Erste immer zwei gehen? Ja. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Check. Das war's mit Schach an der Stelle. Super nice. Checkmate. Sollen wir noch ein paar versuchen? Ja. Was heißt Checkmate? Schachmatt. Echt? Ja. Echt? Eine Spende für Tim unterstützt auch die Sonderschüler. Warum Sonderschüler? Soll ich darauf eingehen? Ich bin ein Sadist. Also wie ihr seht, es gibt immer schon einige Schwierigkeiten, wenn man mit Gisela spielen will. Und zwar wird öfter mal das Spielfeld einfach umgeworfen. Du bist einfach ein schlechter Verlierer, du Arsch. Genau so ein Ding ist das. Er hat gewonnen. Bin ich ein schlechter Verlierer, wenn du das Spielfeld umwirfst? Da kann ich doch nichts für. Ich habe Schachmatt gehabt, hast du es nicht gesehen? Okay, oder? Leute, stimmt jetzt hier ab, hatte Gisela Schachmatt oder nicht? Ich halte das für eine Lüge. Warte, wir stimmen hier ganz kurz ab. So ein Ding ist das. Es ist jeder, der was anderes sagt, der kriegt Probleme damit. Mit mir und Serengeti. Okay, also, wer ist Serengeti? Ach. Es gibt keine Serengeti. Die existiert. Das ist eine Wüste. Das ist eine Wüste. Okay, ich tue das Pferd hier hin. Ich tue das Pferd wieder zurück. Nein, das soll aber... Doch, Pferd zurück. Das soll aber da sein. Hallo. Hallo. Bitte lass das Pferd da stehen, da. Belästige. Nein, oh, nein, ja, bitte, bitte, oh. Bitte lass das. Oh ja. Oh. Was machst du da? Deine Königin entehren. Ah ja. Okay. Ich stell mein Pferd jetzt dahin. Ich mach den Bauer hier hin. Da oder dahin? Dahin. Stell dir mal vor, jemand anders hätte so geparkt und du hättest das gesehen. Du wärst ausgerastet. Das stimmt nicht, ich raste nie beim Autofahren aus. Nein. Ich stell mein Pferd hier hin. Oh, da komm ich dir bedrohlich nah. Achtung. Ja, ich merk's schon. Ja. Was mache ich denn? Ja, gleich macht's Aua. Nein, hoffentlich doch, nicht. Doch, macht Aua. Aber wenn du mich schmeißt, bin ich noch sicher. Du kannst mir noch nichts tun. Halt die Fresse. Doch, ist aber so. Nice, schaut dann Tim an der Stelle hier mit den zwei Kameras. Not bad. Du Bauer. Ich stell mein Pferd hier hin und nehme dir den Bauern weg. Und ich esse ihn auf. Ja, und ich nehme dir jetzt dein Pferd weg. Nein, nicht den... Alter, nicht darauf rumkauen, Junge. Das ist ja wirklich... Den Bauern essen. Deine Cam ist davor. Es juckt mich nicht. Die Cam bleibt, wo sie ist. Ja, und ich schmeiß jetzt dein Pferd raus. Guck, ich hab dein Pferd rausgeschmissen. Was willst du jetzt machen? Du. Ha! Du. Ja. Nein! Doch. Ja. Das war alles gerecht. Zurück. Wie, du holst es zurück? Du kannst doch nicht deine eigenen Regeln erfinden. Tierquäler, du hast... Das Pferd genommen. Du kannst doch nicht deine eigene Regel erfüllen. Das geht so nicht. Nein, das machst du aber nicht. Geht so nicht. Ja, was mach ich denn jetzt? Oh. Hör auf zu lachen und lern, wie man Basilikum schreibt. Ich kann, wie man weiß das, wie man Basilikum schreibt. Wie schreibt man Gesamtwert? G-S-R. G-S-R. Oh, scheiße. GS bist du, du Sonderschüler. Hey, GES ist richtig. Du hast GS gesagt. Ach so. Ja, dann nehme ich jetzt dein Pferd. Wie, du hast mein Pferd? Ja, dann nehme ich jetzt dein Turm. Hä? Du fixes Kind. Ich könnte die Cam ändern, aber ich will's nicht. Hallo. Nee, ich schmeiß deinen Bauer raus. Und ich kick deinen König raus. Als ob ich schon verloren habe. Ja, hast du. Ja. Oh mein Gott. Boah, wie schlecht kann man sein. Knapp, okay, ja, danke schön. So viel zu genau. Schach. Ich würde sagen, wir wechseln direkt zum nächsten Spiel. Monopoly. Ah ja. So, du hast, Hauptsache, du hast das Flugzeug als Figur genommen. Ja, Religion fliegt in Gebäude rein. Alle Leute ultimativ getriggert. Bombe. Okay, Jan hat gerade das Hochhaus weggeschlagen, was hier stand. Mit dem Flugzeug. So, wir sind jetzt bei Monopoly angekommen. Ach, sei ruhig. Ich habe mir da hinten schon Häuser gekauft. Safe, habt ihr schon so lange gespielt, dass ihr euch Häuser gekauft habt. Zum Glück dauert das ja nicht so lange bei zwei Personen. Mhm. Ja. Okay,
hier auf den... Ich bezahle keine Steuern. Doch. Finanzamt. Du musst Steuern bezahlen. Hallo. Jan ist jetzt dabei, gleich über loszukommen. P6. Warte jetzt. Weißt du, wie er mit dem Handy nicht gefilmt hat? Kannst du dir wieder Geld überweisen? Ich weiß nicht, wie viel kriegt man nochmal? Was ist das für ein Monopoly, Alter, mit so einer Kreditkarte? Was ist denn das? Kann man da so Kredite nehmen? Ist das so Inflationsmonopoly, Dicker? Ist übrigens ein sehr schönes Bild von den beiden da im Hintergrund. Muss ich ganz ehrlich sagen. 2 Millionen. Okay, dann kannst du dir 2 Millionen auf deine Karte überweisen. Hä? So schnell geht's mit dem Geld. Kann ich da auch meine Mastercard reinstecken? Ich glaube. Monopoly Banking, was ist das denn, Alter? Wieso, Junge, was ist das denn? Ja. Okay. Muss ich aufpassen, sonst muss ich gleich bei der Miete bezahlen. Kannst du denn jetzt noch mehr bauen? Nee, ich baue nicht nur mehr, ich habe irgendwas kein Geld mehr. Nein, wie im realen Leben. Wow, ich muss ins Gefängnis. Perfekt. Ab in den Knast. Super. Weißt du, was da mit dir passiert? Die Kamera nimmt nicht mehr auf. Warum macht sie das nicht? Weiß ich nicht. Wir gehen zum nächsten Spiel über. Ja, du Arsch. Und zwar ist das nächste Spiel Kauderwelsch. Dieses Emoji triggert mich so sehr. Da bin ich sehr gespannt. Das hatten uns einige von euch schon mal in den Kommentaren vorgeschlagen. Ja. Und zwar kriegt man da so eine... Hallo? Und zwar kriegt man da so eine Spange in den Mund. Ja, wir haben das einmal mit Freunden gespielt, aber wir versuchen es mal. Das ist für mich einfach ein Sexspielzeug. Die sind aber sauber. Gerade Zeiten von Corona, babamäßig, wenn die nicht sauber sind. Ich muss erst mal wissen, ob die sauber sind. Okay. Ja, geil! Ja! 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 Alter, nein! Eine Sache muss ich denn sehen, sie ist hässlich. Ja! Ja! Ha. Was? Was hat er gerade gesagt? Die sind aber sauber. Was hat er gerade gesagt? Ich muss erst mal wissen, ob die sauber sind. Okay. Ja, geil! Ja! Alter! Ja! Ha! An eine Sache muss ich denken, die ist hässlich. Du weißt, es stimmt nicht. Nein. Selina. Selina. Heißt. 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 Was Selina hat. Heizt. Heizt. Ja, ich will, dass du lachst und dass du dadurch Schmerzen hast. Heizt. Heizt. Alter, Junge, Gisela, es ist wirklich grenzwertig heute. Ich will, dass du lachst, weil es dir wehtut. Heizt. Jetzt zeig es mir. Einfacher Weg an der Stelle. Nein, Selina wurstet? Ich kann diesen Laut nicht aussprechen, diesen... Tja. Falf! Falf, drück dich deutlich aus! Drück dich doch deutlich aus! Randrunden. Randrunden. Ich unterlebe von Jan auf jeden Fall massiv sexy. Ich sagte Brandwunden, du dummes Idiotenkind! Baba Video unterhält mich sehr, sehr gut, Mann. Unterhält mich sehr, sehr gut. Kaputt. Was ist so? Du siehst doch noch viel wahnsinniger aus. Überstunden müssen abgebaut werden. Überstunden müssen abgebaut werden. Überstunden müssen abgekaut werden. Tim, guck mal. Wenn du doch so einen Satz bekommst, ne? Der muss ja kontextmäßig auch Sinn machen. Überstunden müssen abgekaut werden. Kann in manchen Berufen, je nach Büro, je nach dem, in welcher Stellung du bist und welchen Chef du hast. Aber Tim, tut mir leid, das... Gekaut doch nicht, geraut. Du musst schon einen Satz sagen, der auch Sinn ergibt. Erbaut. Ja, natürlich. Abgebaut. Ja, was denn sonst? Ich sterbe. Das ist ein richtiges Spiel, das kommt nicht von deiner komischen Sonderschule. Ja, ich glaube, du bist damals in Singen und Klatschen sitzen geblieben. Ja, okay, ich glaube, da kann niemand was dafür. Michael? Nein! Ist ein Geübter. Ist ein Geübter? Der Michael, der sperrt seine Tochter in Österreich im Keller ein. Ist ein Fahrradfahrer. Okay. Michael ist ein geübter Fahrradfahrer. Und Fahrradfahrer. Motorradfahrer. Ein Motorradfahrer. Ja. Mhm. Ärztliche. Aha. Erzbischof. Ja. So. Im Sommer helfen holländische Erntehelfer. Dazu sind die auch geeignet. Junge,
Ich will dieses Bild hier in HD für meine Wohnung haben. Ich will, dass wenn jemand bei mir klingelt, dass auf dem Anrufbeantwortergerät das Bild hier erscheint. Genau das hier. Dieses hier. Mehr nicht. Das will ich. Im Sommerhelfen polnische. Alter, das sieht so gruselig aus. Im Sommerhelfen polnische Erntehelfer. Genau. So Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wir haben noch mal ein paar. Ihr wollt jetzt scheiß langweilige Gesellschaftsspiele sehen? Ihr habt sie gesehen. Macht's gut. Jetzt haben wir Gesellschaftsspiele mal gemacht. Ich sag dir, macht's gut. Darf ich nicht mehr weiterreden? Und das hat gefallen. Ja, das hoffe ich auch. Es war auf jeden Fall mal wieder sehr lustig, die ganzen Spiele. Bist du bitte ruhig, die Leute sind eh schon genervt von dir. So ist es, so ist es. So ist es. Tschüss. Tim, du brauchst das Video nicht strecken. Wir sind schon bei 15 Minuten. Das reicht. Ihr habt auf jeden Fall die 10 Minuten voll. Willst du noch was ergänzen? Ich darf ja nicht mehr reden. Ja doch. Ciao. Sonst nichts. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, diese ganzen alten Spiele mal wieder relevante auszuprobieren. Relevante Sachen, keine Scheiße. Nice, Bro. Videoschnitt wird immer, immer besser bei den beiden, wirklich. Die machen sich wirklich immer, immer besser, Mann. Und haben sich da wirklich echt crazy nice improved. Kann man nicht anders sagen, wirklich. Also, die haben sich schon wirklich, muss man sagen, geben sich da wirklich richtig gut Mühe so. Und ich finde das immer noch sau cool, was die beiden Jungs da machen. Wirklich jetzt.